Hallo. Ja, ist eine Weile her. Wir spielen wieder Ixion. Und ich. Boah, keine Ahnung. Wir laden mal rein. Wir sehen schon dann, was dann kommt. Ich habe gerade vorher noch ein bisschen an der Grafik umgespielt, weil irgendwas in diesem Spiel strengt meine Augen immer sehr an. Ich weiß nicht, was das ist. Bin mir auch gerade nicht sicher, ob es besser ist. Durch das, was ich umgestellt habe, es sieht jetzt schon komisch aus. Warte mal kurz. Ich habe das hier deaktiviert. Ändert sich jetzt was? Nö. Also auf den ersten Blick nicht. Mal abwarten. Haben wir hier irgendwas? Sonden. Wir haben eine Sonde. Wir haben relativ viel von diesem System schon erforscht. Wir haben auch ganz viele Sachen, wo noch Forschungsschiffe hin sollen. Da ist noch eins in Gange, das wartet aber auf irgendwas, glaube ich. Auf ein Schiff. Ach, das wartet auf die Kolonisten noch. Genau. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Hier sind die Leute glücklich. Ups. Hier sind die Leute glücklich. Hier sind die Leute glücklich und Bedingungen sind optimal. Haben wir noch einen dritten Sektor? Ah ja, dritter Sektor. Hier sind die Leute neutral, weil wir noch keine. Noch nicht so viel von diesem Zeug hier haben. Und ah ja, wir waren hier bei der Farm irgendwie zugange. Damit wir wieder mehr Nahrung bekommen, weil Nahrung sieht eigentlich gut aus noch. Bedingungen optimal. Aber okay, knapp. Knapp an der Grenze sind die hier. Die haben Überschuss. Sirius abgeschaltet. Nee. Und die hier haben auch Überschuss. Ganz viel Überschuss sogar. Ist hier irgendwas abgeschaltet? Nee. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal langsam laufen. So. Es sind irgendwelche Bevölkerungstransporte unterwegs gerade? Nee. Ach, hier haben wir zu wenig Häuser. Ah, deswegen. Und hier wird gebaut. Aber wir haben nicht genug Legierung. Das war, glaube ich, noch was. Ja. Und wir müssen Eisen sammeln und Eisen abbauen. Ich glaube, es wird zu langsam abgebaut. Okay, der muss zurück. Der kommt gerade zurück. Zum Reparieren wahrscheinlich. Und wie sieht es denn aus mit Eisen? Wird von beiden gesammelt, sehr gut. Der Rest wird gerade nicht gesammelt. Kohlenstoff gibt es auch gar nicht zum Sammeln gerade. Ein bisschen Eisen haben wir wieder gekriegt. Hallo, Chantal. Na, guten Abend. Frau Chantal, willkommen.
geht's denn so? Warum ist das hier rot? Ach, weil ich vermeiden gesagt habe, okay. Alles gut, das ist schön, das ist schön. Bei uns ist gerade ein bisschen stressig. Aber alle gesund zumindest. Und ja. Weil wir sind gerade in einem Umzug. Und das ist ja auf verschiedenen Ebenen anstrengend. Das ist die Hauptsache, ja. Ohne Gesundheit ist alles andere Mist. Da kannst du alles andere noch so viel haben. Das ist leider so. Das ist alles so weit weg hier. Wir brauchen nähere Eisenquellen noch. Hier gibt es noch Kohlenstoff, das können wir noch erforschen. Oder entdecken wir nicht. Aber Eisen wäre viel wichtiger. Viel wichtiger, gewichtiger. Jo. Hast du eigentlich letztens mal wieder gestreamt? Irgendwie, Dead by Daylight streamst du ja öfter, ne? Das nächste ist irgendwie hier, aber das ist auch nicht, das gibt auch nicht viel. Aber besser als nichts. Senden wir mal, sonden wir mal dahin. Senden wir mal die Sonde dahin. So. Ach, ich hatte ja überlegt, die Tycoon zu bewegen. Und zwar irgendwie dahin, wo mehr Eisen ist. Lohnt sich das? Nee. Lohnt sich das denn hier irgendwie? Auch nicht. Lohnt sich das denn hier irgendwie? Oh. Ja, das würde sich hier lohnen. Hier mit der Tycoon in diesen Nebel reinzufliegen? Schade, bestimmt nicht. Hast du letzte Woche irgendwann mal gestreamt? Ah ja, okay. Du bist bei Hogwarts Legacy dann. Ah. Und wie ist das so? Ich stell mir das voll geil vor, eigentlich. Wenn man jetzt mal diese ganze Diskussion um andere Dinge außen vor lässt, so vom Spiel her, ist das doch super. Warte, habe ich da nicht mal reingeschaut? Ich glaube, da habe ich bei dir sogar mal reingeschaut. Ich weiß nicht mehr, ob ich was geschrieben hatte. Da war es dann in so einem komischen Türrätsel. Wir können 3 Zyklen brauchen wir hierher, aber ich glaube, wir können gar nicht so lange die Luft anhalten. Wie lange haben wir denn Energie? Das sind 100% voll, ja, aber wie lange reicht's? 1,5 Zyklen, siehst du, da 2,8. Okay, wir müssten Batterien bauen. Habe ich versucht, Batterien zu bauen irgendwo? Ist das eine Batterie? Ne, ist ein Quartier. Administrator, a new request awaits your attention. A new request, na toll. Wir brauchen im Sektor 3 auf jeden Fall mehr Batterien. Was will der denn? Administrator, die Neuheit, im Weltraum angebaute Pflanzen zu essen, begeistert die Besatzung. Die Wandlung von Gewöhnlichem in das Außergewöhnliche kann eine tiefgreifende Wirkung auf das Urteilsvermögen haben, das ansonsten Bescheidene zum Erhabenen emporheben.
Okay, und da feiern sie und sie verbrennen irgendwas. Ich habe das Gefühl, das ist nicht gut, dass man im Weltraum irgendwas Großes verbrennt. Schön. Verstanden. Also wenn man die Quests nacheinander chillig erledigen kann, ist das wohl cool. Okay. Kann gut sein. Ja, ich... Ja, genau. Irgendwas war mit Türen und irgendwie musstest du da irgendwelche Symbole auswählen. Aber ich habe nur kurz reingeschaut, meine ich. Ich habe doch das Ergebnis auch nicht mitgekriegt. Vertrauensbonus plus 10%. Das ist ja nett. Ist der dauerhaft? Nee. Nee, das war einfach nur einmalig. Okay, na toll. Das hier hat Priorität, weil das ist ein Quartier und da will ich bauen, damit ich mehr Leute reinbringen kann. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Wir könnten natürlich Sachen abschalten. Vorübergehend um... Aber hier ist schon ganz schön viel aus. Um Energie zu sparen für die Bewegung. Aber ich würde, glaube ich, eher Batterien bauen. Aber Batterien kosten, was kosten die? 40 Legio. Die hätten wir gerade so. Hm? Ich deaktiviere mal kurz die Reparatur hier. Blub. Ist das jetzt überall deaktiviert? Nee. Blub. Moment, darf ich sie aktivieren? Deaktivieren. Ja, es ist überall deaktiviert. Oder? Ja. Hat sich hier nicht noch eine Schleuse? Genau, überall. Sehr gut. Bis das wieder ein bisschen runter ist. So, dann könnte ich hier eine Batterie bauen. Batterie. Wo brauche ich den hin? Das hier wird so ein großes Ding. Ich baue die... Ich habe voll vergessen, was hier mein Plan ist mit dem ganzen Zeug. Das waren komische Türenrätsel, die im ganzen Schloss verteilt. Ach so, die sind im ganzen Schloss verteilt. Die sahen irgendwie ein bisschen anstrengend aus, weil nicht so ganz klar war, wie die hier zu lösen sind. So, was ist das denn für ein Ding hier? Ach, das ist das Quartier. Okay, weißt du was, ich baue jetzt einfach Batterien hier hin. Vielleicht kriege ich irgendwann mal ein Gebäude, was ich da unten dann nochmal hinsetze. Da in diese Ecke, was da dann hinpasst. So. Die brauchen wir 40. Wir kriegen immer mehr Legierung rein gerade, weil ich gerade auf Reparieren verzichte. Aber... Und Nahrung wird ganz gut produziert jetzt, oder? Es ist nicht genug Wasser für das Gebäude verfügbar. Wasser, Wasser, Wasser. Wo wird denn Wasser hergestellt? Noch gar nicht, oder? Doch hier. Aktive Halde, die Eis... Eis, 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 ja. Aktiv, so. Haben wir Eis? Brauchen wir Eis? Wir haben nicht genug Eis. Um Wasser herzustellen. Verwirrend. Ich dachte... Hä? Okay, wir brauchen Eis. Haben wir irgendwo Eis? Sammeln wir überhaupt Eis? Ich glaube, wir sammeln gar kein Eis. Du warst lost, dir hat ein netter Mann geholfen. Das ist ja schön. Dafür streamt man ja auch, damit man zwischendrin immer mal wieder Hilfe kriegt.
Oh, da ist Eis. Guck mal. Okay, wir sollten wieder reparieren anfangen. So, das ist jetzt überall wieder aktiv. Ja, das ist gut. Das sieht ja sehr wild aus. Ja, es ist, ich glaube, wenn man später in diesem Spiel einsteigt, ist das auch echt, da hast du gar keinen Überblick mehr. Ich habe auch selber, tue ich mir gerade schwer, weil ich ja jetzt länger das nicht gespielt habe. Und ich habe nur noch so eine grobe Idee, wo was war. Ich weiß noch, hier ist dieser Sektor mit diesen ganzen Insektenfarmen. Und diese Nahrungsproduktion, die wollte ich aber eigentlich hier rüberziehen. Was so ein paar Problemchen mit sich bringt. Unter anderem. Ja, Problemchen eben. Unter anderem, dass ich, wenn ich das hier abbaue, habe ich weniger Nahrung zur Verfügung, also wird weniger Nahrung produziert. Aber ich muss es eigentlich abbauen, um die Ressourcen zu haben, um das dann hier wieder aufzubauen. Und das. Warum arbeiten die eigentlich nicht? Jetzt weiß ich wieder, warum die nicht arbeiten, weil ich jetzt wenig Arbeitskräfte habe sonst. Genau, das ist nämlich ziemlich knapp. Deswegen hatte ich die Halde auch abgestellt. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Mal kurz überlegen. Ah, ich lass mal weiterlaufen, sondern. Was ist das für Siedlungszentrum? Das wird auch gebaut. Was wird. Was heißt das? Ach, Kolonisierungsversuch. Oh ja, das ist wichtig. Das sollen sie mal bauen. Damit wir mit der einen Mission weiterkommen. Und. Das Eis hier. Eis wollte ich gucken. Wo ist denn die Flotte hier? Flotte, Eis wird gesammelt von beiden. Ne. Der soll mal nicht so viel Eis sammeln, der soll lieber Eisen sammeln. Und der kann von mir aus Eis sammeln. Der kann sich's aussuchen. Der Quicksilver. So, hier. Das wird alles abgebaut. Eis abbauen. Mache ich mal niedrigere Priorität. So. Schauen wir mal raus kurz. Der sammelt jetzt Eis, oder? Hier baut er ab. Eisen baut er hier ab. Oh, schon wieder relativ viel zum Sammeln. Okay, ich glaube, wir müssen die Station erstmal nicht bewegen unbedingt. Stream macht viel Spaß mit den richtigen Menschen. Ja, das stimmt. Kann aber auch anstrengend sein mit den falschen Menschen. Aber weißt du sicher auch. Es ist alles wie ein, an eine Wand genagelt. Aber eigentlich sind es Gebäude und Straßen. Stimmt. Ja, weil es das so von oben ist, ne? Aber man kann es auch ein bisschen 3D-mäßig, wenn man näher ranzoomt, hier sieht man das ganze gewuselt. Da sind ganz viele Leute unterwegs, die teilweise halt sinnlos hin und her laufen. Hier beobachten wir mal den da. Der läuft jetzt hier lang. Darum. Da hoch. Ich würde die gerne anklicken und zentrieren oder so, dass ich den mit der Kamera folge. Und jetzt dreht er um und läuft einfach die ganze Strecke zu. Oh nein, ein Unfall. Das kommt davon, wenn man den Leuten auf den Kopf guckt. Da werden die nervös und bauen Unfälle. Was haben wir denn hier? Rumpfintegrität, ja, das haben wir schon gelöst. Sonderdaten-Scan, ist auch fertig. Ein Vorfall
In Sektor 2 führt zur Abschaltung von Halde Klein. Die Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Naja, nicht so schlimm. Denke ich mal. Vielleicht. Ich hoffe. Silizium wird hier ganz schön viel gelagert gerade. Sammeln wir das auch noch? Silizium wird. Ach ne, von ihm. Er sammelt Silizium noch. Das heißt, ich mach mal, Silizium ist irgendwie nicht so wichtig. Soll er auch noch Eis sammeln oder Eisen? Kann ich hier überhaupt, warte mal. Was haben wir denn hier im Lager? Elektronikteile, Silizium nur. Ich habe hier keinen Platz für Halden, oder? Wenn ich hier noch eine kleine Halde bauen würde, hätte ich eventuell. Da würde eine hinpassen, aber ich kann keine Straße hinbauen. Ha. Das ist blöd. Ich muss das alles ein bisschen optimieren. Eigentlich müsste ich diese ganzen Industriegebäude und diese Weltraumgebäude alle in ein Ding basteln. In einen Sektor. Ah, da sind wir noch weit von entfernt, fürchte ich. Dass das alles ein bisschen mehr Ordnung hat und. Oh, wir haben hier eine Halde, die ist nicht aktiv. Da könnte ich ja fast was reinpacken. Und zwar packe ich da einfach mal. Ich packe da einfach mal Eisen rein dann. So. Weil dann kann er nämlich auch Eisen sammeln. So, dann kriege ich mehr Eisen. Und dann muss ich aber noch sagen, hier von Sektor. In welchem Sektor bin ich denn? In Sektor 2. Sektor 2. Eisen. Soll Eisen. Nach Sektor 1 liefern. So, aber warte. Import, Export. Genau, er soll so viel haben. Und er soll gar nichts haben. Und exportiert das dann hoffentlich. Nee. Nee. Eisen. Senden an Sektor 1. Ja, das macht er wahrscheinlich erst, wenn er Eisen hat. Da muss das erstmal geliefert werden dann. Okay, so. Wie sieht es hier drüben aus? Ah, hier ist fertig. Quartiere sind hier fertig, das heißt, ich kann 15 Leute weiter schicken. Von hier Arbeitskräfte 240. Ich schicke von Sektor 1 für Arbeitskräfte nach Sektor 3 und zwar 15 Stück. Das müsste gehen. So. Und Sektor 1 ist dann trotzdem noch gut ausgelastet mit Arbeitskräften. Hier haben wir zwei Hallen, die nicht aktiv sind. Aber die. Ja, die müssen wir. Meldung 0. Okay. Die Legierung wird wieder besser. Polymer haben wir relativ viel. Elektronik haben wir auch langsam. Das füllt sich langsam hier. Mit unserer Elektronikfabrik.
Und dem ganzen Silizium, das finde ich sehr gut. Nahrung ist auch. An accident has occurred in the Tycoon. Sektor 1. Wo? Ach da. Ach, Nahrung. Okay. Nicht so schlimm, hoffe ich. Das halten die schon aus. Bisschen, hoffe ich. So. Hier. Hier fehlt noch die Gierung zu bauen. Hier fehlt noch einmal ein Elektronik brauchen wir. Ja? Die Getreide fahren. Und Wasser fehlt schon wieder. Weil das hier nicht schnell genug gearbeitet, ne? Das ist lästig. Population transfer complete. Okay, die sind jetzt da. Einwohner 14. Okay, einen Platz haben wir sogar noch frei hier, den lasse ich mal frei. Batterien müssen, brauchen wir. Rumpfreparatur könnte ich mal wieder, machen wir mal wieder aus. So. Das wird nämlich effizienter, je geringer der Rumpf ist. Deswegen mache ich das immer wieder aus, damit ich nicht so viele Rohstoffe dafür verbrauche. Also je geringer der Rumpf ist, desto schneller reparieren sie. Und deswegen kann man den ruhig mal ein bisschen kaputt gehen lassen, bis man wieder weiter repariert. Ich komme mit der Mission nicht weiter, solange wir dieses Siedlungszentrum nicht haben. Wie lange braucht das? Ich gebe dem jetzt mal Priorität. So. Und dann mache ich mal schneller. Ist ja relativ stabil gerade alles. Essen, naja, das pendelt so hin und her. Elektronik könnte ich, warte, könnten das eine Elektronik hier rüberbringen. Indem wir hier einmal Legierung wechseln auf Elektronen. Nur für einen Moment. So. Und dann Ressource, Elektronik. Wollen wir in Sektor 3 einmal haben. Sektor 1 braucht eigentlich 0 Elektronik gerade. Und in Sektor 2 wird sowieso gesammelt. Das passt dann so. So. Jetzt müsste eigentlich eine Elektronik von hier geliefert werden. Schauen wir mal, ob es macht. Da, da, da. Da fahren ganz viele rein. Alles klar, Chantal. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, eine gute Nacht und schöne Träume, so. Hat er das jetzt rüber? Oder hat er schon? Nee. Tu doch was, Spiel. Jetzt sind hier 8 drin. Werden die geliefert? Früher, also das letzte Mal, als ich gespielt habe, gab es hier immer so Pfeile.
die angezeigt haben, wo von wo was wie geliefert wird. Wenn ich das auf 0 setze, dann kommt der Pfeil, ja. Auf den habe ich gewartet. So, jetzt liefern die hoffentlich nur eins darüber. Nee, da waren 8 drin, jetzt sind nur noch 6 drin. Wird hier eigentlich weitergebaut, obwohl ich hier keine Halde mehr mit gewonnen habe? Okay, hier ist das. Elektronik ist hier schon drin. Warte mal, da mach ich. Halt. Hier will ich 0 haben. Na? 0 Elektronik. Und hier machen wir es wieder voll, dann landet es wieder in dem Sektor. Dann habe ich die Halde hier wieder frei. Ich glaube, die bauen so auch weiter, oder? Was ist das Gefühl? Dass die gar keine aktive Legierungshalde brauchen in dem Gebiet. Das wäre natürlich praktisch. So, hier wird Eisen gelagert. Das Eisen sollte aber eigentlich... Eisen, Eisen, Eisen. Von hier... Ach so, die sind voll mit Eisen. Nö. Doch. Krass. Ja, dann nehmen wir noch eine Halde in Betrieb, oder? Und lagern da direkt auch Eisen ein. Je mehr Eisen, desto besser. Wir hatten irgendwann mal 2 Schmelzen, aber ich glaube, die eine habe ich wieder abgerissen. Okay, Legierung. Läuft erstmal. Elektronik sowieso. Da sind die Lagerbestände sehr gut. Da könnte ich fast. Wenn ich hier die. Warte, bauen die jetzt weiter? Das müssen wir hier mal im Blick behalten. Ich glaube nicht. Das pausiert. Ich mach mal schneller und schau mal, ob die irgendwo mal weiterbauen mit der Legierung. Nee, ich fürchte, man braucht doch ein Lager mit Legierung. Und doch ein bisschen schneller. Ja. Hat Priorität hier. Nahrung ist hier voll. Und hier 27. Caution. Hull integrity below 50%. Ja, genau, das kann man wieder ändern. So. Ich überlege gerade, ob ich hier. Wie sieht denn hier die. Arbeitsbedingungen. Okay, wir haben genug Arbeitskräfte. Ich könnte das hier aktivieren, Nahrung. So. Dann hätte ich hier 2 aktiv schon mal. Und dann könnte ich hier einen abreißen. Und dann hätte ich hier wieder Platz, um irgendwas hinzubauen. Wenn ich den hier zum Beispiel abreiße,
Den hier. Dann könnte ich da hinten reinbauen. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. So. Das hier wird gebaut, sehr schön. Aber ich glaube, hier drüben landet wirklich keine Legierung. Dann müssen wir wieder umstellen. So, da landet nur Legierung, wenn auch eine Halde mit Legierung da ist. So, was fehlt uns hier? An accident has occurred in the tycoon. Ein Unfall in Sektor 2. Achso, naja, ist nicht so schlimm. Die Nahrung in der Station wird weniger. Aktuell, weil wir da kein Wasser hier haben. Weil ich glaube, wir haben in diesem Sektor hier zu wenig Eis. Irgendwas stimmt hier noch nicht mit der Eis. Okay. Das ist ein Problem, ne? Mit dem Eis. Kein Eis, keine Eishalde, ja. So. Dann machen wir hier eine Eishalde. Achso, die müssen wir anmachen. Was hier? Keine Halde mit Kohlenstoff. Doch, aber die ist leer. Das war laut. So, das Eis wird jetzt rüber transportiert, oder? Wird das transportiert? Eis, Eis, Eis. Ja, okay. Dann haben die hoffentlich genug Eis, um Wasser zu produzieren hier. Kommt hier noch Legierung gerade an? Ach, das kommt jetzt hier rein, ne? Oder da unten? Schauen wir mal, wo die das jetzt hinfahren. Da. Ah ja, okay, das funktioniert jetzt auch wieder. Okay, Legierung ist okay. Das kommt wieder direkt hin. Das machen wir jetzt gar nicht. Nahrung ist hier wieder zumindest das Lager auf 100. Das hier ist immer auf 27 irgendwie. Ah, wieder ein bisschen. Wasserspeicher ist hier natürlich sehr gering. Ach, die brauchen 15 Eis für 40 Wasser. Jetzt geht's gleich los mit dem. Ja, jetzt wird Wasser produziert. Ja, endlich. Die brauchen immer 15, um überhaupt zu produzieren. Die können keinen Eiswürfel schmelzen, die können immer nur so einen Container Eis schmelzen. Okay. Neutral ist natürlich nicht super, aber erträglich. Okay, bis wir das mit dem Eis ein bisschen im Griff haben. Wir könnten natürlich, wie sieht es denn aus, wir könnten natürlich ihm eher sagen, er soll auch Eis sammeln. Dann ist der Weg auch kürzer. Okay, weißt du was? Das hier. Eisen ist eigentlich sehr wichtig. Wir bräuchten eigentlich nochmal. So, 15 Kolonisten trainieren. Wie viele Kolonisten brauchen wir denn? Jetzt kann es nämlich losgehen langsam. 60 Kolonisten. Ach du Scheiße. Tja, die Rohstoffe sind schon da, also das können wir jetzt nicht mehr ändern. 60 Kolonisten. Ich speichere an der Stelle mal.
Ah ja. Wieder reinkommen. So. Okay, so. So. 15. Haben wir denn so viele? Also was ist denn mit den Arbeitern? Wenn ich jetzt 15 Arbeiter wegtrainiere. Ach nee, Moment, die. Ah, das sind die Nicht-Arbeiter, ne? Für eine Elektronikeinheit. 15 Nicht-Arbeitskräfte verfügbar. Okay. Kann ich das? Zack. Kolonisten verfügbar? Null. Cool. Wird direkt trainiert? Oder? Habe ich hier so viele Nicht-Arbeitskräfte? Was ist das denn hier? Ja, 95. Ach, locker. Da kriegen wir ganz viele Siedler raus. Nice! Das funktioniert, dann kommen wir endlich voran mit der Quest da. So, Wasser, Eis. Wir haben zwei Abbauschiffe? Wir haben zwei Abbauschiffe. Ach, eins hat Priorität auf Eis. Und das andere ist nicht so wichtig auf Eis. Ja, dann machen wir das so. Hull integrity below 50%. Ja, Eis am anderen. Erstmal hier. So. Und jetzt wieder ein Accident. Ach, die Polymerraffinerie, die arbeitet ja sowieso nicht gerade. Warum kriegen wir denn kein Kohlenstoff rein? Weil kein Kohlenstoff da ist. Weil kein Kohlenstoff abgebaut wurde. So. Und so. Machen wir es mal so. Er baut jetzt Eis und Eisen ab. Der baut Kohlenstoff und Eisen ab, aber Eisen nicht so wichtig. Bei Eisen haben wir es gerade wieder mehr. Kohlenstoff. Silizium. Das sammelt nur er mit geringer Priorität. Das sammelt er wieder mit hoher Priorität. Und Eisen wieder mit geringerer. So. Und warte. So. Damit wird das Wasser auch eingesammelt mit hoher Priorität. Und Kohlenstoff kann er auch sammeln eigentlich. Je nachdem, wo sie sich gerade befinden, funktioniert das jetzt vielleicht auch. Bin ja gespannt. Ich hätte es gern, dass wir hier angucken können, was er gerade sammeln will. Oder kann wir das? Oder? Er fliegt einfach nur hier. Wahrscheinlich hier jetzt zum Eisen, oder? Ne, Abbau. Dann wahrscheinlich hier zum Sammeln. Wahrscheinlich da. Aber es ist so ein Ratespiel. Die Kalypso. Aktuelle Aktion im Ereignis. Wir haben gerade nur ein Forschungsschiff, stimmt. Das ist aber noch da oben. Okay, wir müssen eigentlich nur auf die Kolonisten warten. Die gerade produziert werden. Sehr schön. 60 Stück brauchen wir. Ich mach mal automatisch. So, und beschleunige das Ganze. Können wir wieder deaktivieren.
Aber weißt du was? Machen wir Pause. Die sitzen gerade draußen aus mit der Energieversorgung und so. Könnten wir da... Oh, 4 kostet das. Das ist natürlich heftig. Das wird nur 3 kosten. Aber 75 Polymer. Das haben wir gar nicht an Polymer. Wie viel Kohlenstoff ist gerade so da noch zum Abbauen? Ja, okay. Das könnten wir sogar machen. Dann mache ich das mal. So, mehr Energie ist nämlich auch nicht schlecht. So. Dann beschleunige ich das mal. Okay, Kulissen haben wir 15 jetzt. Wir brauchen 60 Stück. Also das Ganze noch dreimal. Sehr schön, Silizium ist auch wieder ein bisschen was reingekommen. Da kann man wieder... Da müssen wir noch warten. Jetzt ist das fertig gebaut. Oder wird noch gebaut. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das wird immer schwieriger, die Außenkonstruktion zu bauen. Nach jedem Sprung. Weil wir ja jedes Mal die komplette Reparatur deaktivieren müssen. Und wenn die nicht schnell genug fertig werden, na gut, man kann sie pausieren. Und dann die Reparatur wieder aktivieren. Oder kann ich sie jetzt schon wieder aktivieren? Nee, gilt noch nicht. Oh, das wird anstrengend dann später mal. Ich pausiere hier mal, dann kann ich wieder reparieren. So, arbeiten mit 91% Effizienz, das ist nämlich das. Dann repariere ich hier mal ein bisschen schneller. So, wenn wir wieder bei 500 sind, dürfen sie wieder weiterbauen. Eis haben wir keins. Nahrung? Ah, wird aber. Ist gerade. Scheinbar hier drüben noch, ja, scheinbar noch gut. Ah, Wasser ist noch gut, okay. Warte mal. Wie viel haben wir? Nee, haben wir noch nicht. Werden noch ausgebildet. Ich halte das mal kurz noch im Auge. Jetzt sind wir bei 500. Einfach mal 600. 500 ist wirklich nicht viel. Wasser, Wasser, Wasser. Hier wird eigentlich nichts mehr aufgetaut, ne? Wir haben keine mehr, oder? Nee. Kapseln haben wir keine mehr. Kann ich eigentlich erstmal abschalten. Das Kryozentrum kann ich auch abschalten. Vorerst. Brauchen wir gar nicht. Dann. Eis. Hat der eigentlich Priorität für? Aber er sammelt auch Kohlenstoff. Soll ihm jetzt mal nicht so wichtig sein. Mhm.
Ja. Alles soll wichtiger sein. Weil gut, das mit dem Wasser geht noch. Aber es hält halt auch nicht ewig, vermute ich mal. Es verbraucht sich halt relativ schnell. Gut, wir haben hier 100 Nahrung. Wir sind gut aufgestellt mit dem. Wieso werden die echt nicht gebaut hier? Vorzeitige Ernte brauchen wir nicht mal. Ein Getreidefeld könnte ich noch bauen. Da. Oder da. Ne, da ist eigentlich blöd. Nehmen wir uns da. So. Wird eigentlich. Legierung von hier. Sektor 3 hat gar nichts. Achso, weil die selber so viel behalten. Behaltet mal nur 30. Und ihr braucht gerade nicht so viel. Und mal nur 15. So. An accident has occurred in the typhoon. So, das hier könnte ich hier weiterbauen. So. All die kleinen, naja. Legierungshalte natürlich. Aber die brauchen wir ja auch gerade nicht so viel Legierung. Hier ist Eisen und Legierung, hier wird schön gebaut und geforscht. Wir haben ja Gebäude, die haben immer so ein Symbol. Spezialisierung Nahrung. Spezialisierung Weltraum. Und wir müssen schauen, dass wir alle Gebäude mit einer Spezialisierung in einem Sektor bekommen. In einen Sektor bekommen. Das heißt, hier will ich eigentlich nur Nahrung und Industrie. Will ich eigentlich nur Nahrung drin haben. Gut, Bevölkerung. Nahrung. Und die eine Spezialisierung nehmen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich nochmal. Das wird wieder ein bisschen knapp. Gut, die bauen jetzt erstmal die Batterien hier, das ist auch nicht schlecht. 2,8, 3,4. Damit die geladen werden. Und dann müssten wir hier nochmal vielleicht Quartiere bauen. Passt wir denn hier hin? Also eigentlich egal in dem Sektor, ob ich am Rand war oder nicht, weil wir sowieso so, hier wird die Batterie geladen. Haben wir hier 500, haben wir da. Ja, 500 sollten wir schon kriegen überall, ne? Das ist mit Forschung. Oh, Forschung. Wissenschaft, wir könnten was erforschen, oder? Warte mal kurz. Wie viele haben wir jetzt? 45, okay. Automatisch trainieren, ausmachen. Die 15 kommen noch. Dann haben wir genau die 60, die wir brauchen.
Wobei wir die, glaube ich, immer trainieren können. Naja, warte mal. Elektronik. Ja, sparen wir lieber ein bisschen. Was wollte ich? Technologie bauen. Feuerwache, vor der fürchte ich mich sehr. Pilzwand könnten wir erforschen. Aber dafür brauchen wir erst das Legislativzentrum. Oder? Zellenquartiere. Nee, das hier, das Datenabhörzentrum. Weil mit dem Dekret könnten wir dann die Müllhalde erst bauen. Beziehungsweise, kurz, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß erstaunlich viel, ich bin selber überrascht über mich. Von mir? Überrascht von mir? Nee, ja doch. Stabilität. Abfallaufbereitung. Abfallaufbereitung ist Industrie. Genau, aber das kann ich erst, wenn ich... Und ich kann keinen Abfall lagern. Dazu muss das richtige Dekret für den Sektor gewählt sein. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal noch das Dingsbums hier. Das müssen wir jetzt mal erforschen. Das erforsche ich jetzt auch. Das Datenabhörzentrum. Damit kann ich nämlich Dekrete anwenden. So, um Krisen vorübergehend zu lösen, das ist sicher nicht verkehrt. Der hat kein Wasser mehr, das ist schlecht. Aber Nahrung haben wir noch ganz viel. Die wird noch gebaut. Gut. Damit können wir, glaube ich, erstmal wieder auf. Nee. Lass mal weiter. Ah, wir haben die Energie. Die Energie haben wir jetzt draußen erstmal gemacht. Polymer brauchen wir jetzt wieder. Unbedingt. Gibt es hier aber nicht so viel, glaube ich. Ich wollte ja diesen Sektor hier, glaube ich, zum Weltraumsektor machen, weil wir haben ja hier schon mal zwei Außenbordschleusen. Da könnte man noch die dritte hinbauen, die von die hier noch arbeitet. Und das hier wird unser Industriesektor dann. Da bräuchten wir aber den Platz. Und das heißt, diese Mitteldinger müssen alle weg. Das hier ist... Zellenquartier, naja. Muss erstmal da sein. So, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Krankenstation, ja, naja. Zwei Krankenstationen rein. Oh! Achso, in der Krankenstation war der Unfall. 13 sind verletzt. Ah, die sind aber alle in dem anderen. Okay, das ist gut. Zwei Krankenhäuser sind nicht verkehrt. Wobei bisher sind wir auch mit einem zurechtgekommen zur Not. Legierung wieder, ne? Hör mal auf. So. 60 Stück haben wir. Jawohl. Okay, das heißt, wir brauchen einen. Der jetzt hier draußen. Die Sachen hin transportiert, ne? Schiff ist unterwegs, sagt er hier. Ist es denn wirklich unterwegs?
Der transportiert mich hier. Er. Oder? Der Horny. Der Horny. Ich sag ihm mal. Transportier mal. Das weniger. Das weniger. Mittlere Priorität, mittlere Priorität. Das hier ist hohe Priorität. Leute. Leute transportieren. Und das hier ist bei ihm. Bei ihm ja die höchste, ne? Der soll eigentlich nur Silizium, aber macht auch Eisen ein bisschen. So, das wird dann sowieso alles umgebaut, wenn wir dann hier drin hier den Weltraumsektor haben, dann wird auch dieses Dock wird auch darüber verlagert und dann kommen hier noch lauter Halden hin. Und das hier, das Siedlungszentrum. Tja, das kommt irgendwo. Also, egal. Nee, das muss. Das kann sogar hier bleiben. Macht sogar Sinn. Aber an einer anderen Stelle. Und dann. Das Elektronikzeug. Das ist ja Industrie. Das muss eigentlich dann in diesen Sektor hier rein. Und die beiden gehören eigentlich hier schon lange raus. Die haben gar nichts mehr verloren. Das hier ein Ding ist egal. Chironik-Zentrum könnte dann eigentlich auch rüberwandern. Okay, das Datenabhörzentrum. Technologie ist freigeschaltet. Okay. Sehr gut. Können wir irgendwas aufrüsten? Hull integrity below 50%. Beschleunigtes Wachstum in der Insektenfarm. Könnten wir hier noch was? Kann pro Mahlzeit 20% mehr Bürger versorgen. Bürger. Das ist natürlich sehr gut. Das ist. Wobei das ja auch nicht schlecht ist. 10% mehr. Aber das ist eigentlich besser. So, ansonsten. Das Wasserding würde ich gerne verbessern. Aber da könnten wir es auch machen. Wasser, wo war das nochmal? Sehe ich nicht. Fusionsstation, oder? Hochdruckschneider, okay, das kann nicht besser werden. Okay, wir machen mal Speisesaal. Wobei wir natürlich auch beherbergt bis zu 40 Bürger von 15 auf 40 hoch. Das wäre natürlich krass.